zum zweiten Mal sagen wir ein herzliches Grüß Gott von der leider leeren Lindenthaler Theaterbühne und begrüßen euch zu den Lindenthaler Sketchhappen, mit dem euch die theaterlose Zeit ein bisschen versüßen. Übrigens, wenn ihr einen Tipp braucht gegen das Coronavirus, ich esse jetzt seit 3 Wochen jeden Tag 3 Knoblauchzehen. Ja, das hilft jetzt zwar nicht direkt gegen das Virus, aber es hilft, dass alle anderen mir gegenüber jederzeit den Mindestabstand einhalten. In diesem Sinne, viel Vergnügen. Die Bärs müssen wirklich sehr glücklich miteinander sein. Warum? Wie kommst du denn da drauf? Das sehe ich doch. Jeden Tag, bevor er in die Arbeit fährt, nimm das zärtlich in den Arm und küsst sie. Warum tust denn du das eigentlich nie? Warum? Ich kenne die Frau gar nicht. Ja. Servus, Hans. Ja, servus, Sepp. Ah, sag einmal, ah, was grinst denn du gar so? Was gefreut denn dich so? Ich bin so stolz. Ich bin so dermaßen stolz auf meine Frau, ich kann's dir gar nicht sagen. Ja, sag, hau, erzähl. Ja, meine Frau, die hat gestern erst schwimmen gelernt. Und heute, ich dachte schon über eine Stunde. Kari, ich sag das, ich bin fix und fertig. Warum denn? Ja, jetzt fixst du meine neue Arbeit. Was? Du hast eine neue Arbeit? Wo denn? Ja, auf dem Bau natürlich. Wo sonst? Und das macht dich so fertig? Fix und fertig. Ja, was ist denn da leicht gar so schlimm? Du, ich sag das, das ist eine dermaßen geschundene Arbeit. Ganzen Tag Steine schleppen, bis einen vierten Stock auf. Herunten, an Mertlerin und den auch wieder aufschleppen bis an vierten Stock. Und das jeden Tag von 7 in der Früh bis um 5 Uhr auf Nacht. Ja, mir legst du am Arsch. Seit wann machst du die Arbeit schon? Morgen fang, ja. Jetzt echt aufpassen, dass sie nicht schwanger wird. Okay, warum denn? Der Mann hat sie doch eh vor kurzem sterilisieren lassen. Ja, eben. Drum. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Regionalfernsehens Lindenthaler. Wir sind heute zu Gast bei Crescentia Dimpfl-Moser, die heute ihren 100. Geburtstag feiert. Liebe Frau Dimpfl-Moser, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch auch im Namen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer des Regionalfernsehens Lindenthaler. Wie geht es Ihnen denn heute? Ja, gut geht's mir. Ja, das ist sehr schön zu hören. Verraten Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern des Regionalfernsehens Lindenthaler doch einmal, wie man es schafft, mit 100 Jahren noch so gesund und fit auszuschauen. Ja, mei, ich habe halt irgendwie fein gearbeitet. Ja, das liegt ja wohl auf der Hand. Geraucht und gesoffen. Wie bitte? Nein, habe ich nicht. Aber Sport und Bewegung ist wichtig. Und viel Sex. Ganz viel Sex. Wenn das so ist, liebe Frau Dimpfl-Moser, dann gestatten Sie vielleicht auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer des Regionalfernsehens Lindenthaler doch eine kleine indiskrete Frage. Wann hatten Sie denn das letzte Mal Sex? Moment einmal, das war 1945. 1945? Ja, entschuldigen Sie, liebe Frau Dimpfl-Moser, das ist ja dann doch schon eine Weile her. Wieso? Jetzt haben wir's doch erst 2015. Schön langsam frage ich mich, wo unser Bub die Dummheit her hat. Warum? Wo schaust du jetzt da mich so? Ja, von mir hat er es bestimmt nicht. Ja, das stimmt.
Weil du hast es noch. Jetzt red nicht so blöd daher. Wir haben ein ernstes Problem. Aber mit dir kann ich ja über sowas nicht reden. Ja, also gut. Was ist denn leicht? Also, letztes Mal war im Elternsprechtag. Und da hat der Religionslehrer zu mir gesagt, dass er unseren Buben gefragt hat nach den Namen der vier Evangelisten. Und weißt du, was er als Antwort gegeben hat? Kari und Lucke. Bei den Namen der vier Evangelisten sagt der Kari und Lucke. Ja, jetzt reg dich nicht gar so auf. Zwei hat er ja gewusst. Und das war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich, beziehungsweise in einer Woche. Da gibt's nämlich den Lindenthaler Sketchhappen Nummer 3. Bis dahin, bleibt's gesund und lustig.